Die Lueck-Brücke der Brenner-Autobahn ist ein bröckelndes Sicherheitsrisiko. Die 1968 in Betrieb gegangene Brücke wurde zuletzt vor etwa 20 Jahren aufwendig saniert. Doch der Verfall geht unaufhaltsam weiter und erfordert laufende Reparaturen. Nun hat der Betreiber Asfinag Pläne für eine neue Brücke vorgelegt. Genau dagegen wehren sich die Einwohner von Gries am Brenner, die weitere Einschränkungen in ihrer Lebensqualität fürchten. Der Bürgermeister sieht durch eine breitere Brücke noch mehr Verkehr und noch mehr gesundheitliche Risiken. Er verweist auf die steigenden Krebsraten und fordert stattdessen einen Tunnel. Das lehnt die Asfinag jedoch ab. Zu aufwendig, zu teuer. Solange der Streit andauert, muss die Lueck-Brücke weiter saniert werden und Reisende müssen sich ab 2025 bis zu 2 Jahre auf Einspurigkeit mit Tempo 40 einstellen.